Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser kleinen Mini-Staffel beschäftigen wir uns mit Familiengeschichte, nämlich mit der Geschichte der Familie Rothschild, einer jüdischen Bankiersfamilie, die in Wien zahlreiche Spuren hinterlassen hat und anhand deren Familiengeschichte sich auch viel an österreichischer Industriegeschichte zeigt und in der auch eine Parallele zum heutigen, sagen wir mal, politischen Leben stattfindet, nämlich die Vermischung von Geld und Macht und Politik. Ja, warum das, was der Aufhänger ist, das werden wir euch im Laufe dieser Folge erzählen oder im Laufe dieser Staffel. Und bevor es losgeht, möchten wir ganz herzlich den Matthias grüßen und unsere Freunde, die mit uns einen Rothschild-Spaziergang gemacht haben und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rothschild-Bank in Wien, in Deutschland, in Israel und wahrscheinlich auch in vielen anderen Orten der Welt. Ja, los geht's. Wir starten diese kleine Staffel mit einem geschichtlichen Überblick. Wo kamen die Rothschilds her und wer waren die überhaupt? Und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, wir haben ja einen super interessanten Spaziergang gemacht, der uns vom 4. Bezirk wirklich bis ins Herz der Stadt, bis zur Freiung geführt hat. Und weil das so spannend war, was da alles zu sehen ist und diese vielen Spuren von den Rothschilds da eigentlich sehr stark mit der Geschichte der Stadt und des Landes verbunden sind, haben wir uns gedacht, wir reden mal drüber, wo diese Spuren herkommen. Und wenn man über die Spuren redet, ja, über die Geschichte und Vergangenheit, dann muss man ja eigentlich in Frankfurt anfangen, oder? Ja, schon. Und warum? Na, weil da der alte Meyer-Amschel Rothschild gelebt hat, in der Judengasse noch. Wann hat er da gelebt? Der ist 1747, glaube ich, geboren und 1744 ist er geboren und hat geheiratet die Gutle Schnapper, die ein bisschen Geld gebracht hat in die Ehe mit Gift. Und sie haben ursprünglich in einem Haus gewohnt, das mit einem roten Schild gekennzeichnet war. Daher der Name. Und sie sind dann aber in ein anderes Haus gezogen und haben dort, insgesamt haben sie 19 Kinder bekommen. Wow. Von denen 10 übergeblieben sind und 5 Söhne waren, die eben dann diese Rothschild-Dynastie gegründet haben, ja, kann man sagen. Dynastie. Und dieser Meyer-Amschel Rothschild hat angefangen als Trödler, wie sehr viele in der Judengasse, eben mit verschiedenen Sachen, hat sie aber dann umgestellt auf Münzhandel, mit dem hat er schon einiges verdient. Und dann ist er mehr oder weniger Kriegsgewinnler geworden. Das ist ja was ein Kriegsgewinnler, also Menschen, Männer, die mit der Finanzierung von Kriegen Geld verdient haben, das kommt ja irgendwie immer wieder vor in unserem immer Podcast. Wieder. Ist ja bei uns. Ja. Von Dietrichs Berg. Berg. Und hört euch auch diese Folgen an, zum Beispiel eine Personalia-Folge. Also der hat dann Geld gemacht und er hatte 5 Söhne. Hatte 5 Söhne. Sein Geld hat er, möchte neu erwähnen, mit einigen Sachen gemacht. Und zwar hat, wie du vielleicht oder wie du sicher weißt, haben ja die deutschen Fürsten, und da war der Hessen einer der Fürst von Hessen einer der regesten, haben verkauft ihre Soldaten an die Engländer, und die haben dann, diese Soldaten haben dann im amerikanischen Bürgerkrieg und auch später in den amerikanischen Kriegen gekämpft. Und Söldner das quasi waren das. Bitte? Söldner waren das. Ja, auf unfreiwillige Söldner, würde ich sagen, weil die sind ja verkauft worden. Und da diese Geschäfte hat der Meyer-Amschel vermittelt. Und weil das ist ja mit Finanzierung und so weiter. Also es wäre jetzt zu kompliziert zu erzählen, aber durch den Krieg hat er sehr viel Gewinn gemacht. Und dann später auch in den napoleonischen Kriegen, weil
wir wissen ja Kontinentalsperre. Und da hat Also man natürlich. Kontinentalsperre heißt, dass die Engländer, nein, Napoleon verboten hat, dass man mit England handelt. So war genau. Das, oder? Ja, und was war die Folge? Dass sehr viel geschmuggelt worden ist und dass die denen das gelungen ist zu schmuggeln, gut reich verdient geworden sind. Gut verdient sind. Haben, genau. Na gut, also der gute Anselm, wie sagt man? Anselm, Amschel. Anschelm, Amschel. Amschel? Amschel? Meier Amschel. Der hat eben 5 Söhne gehabt und diese fünf Söhne hat er geschickt in die Ferne. Und zwar hat er den Salomon nach Wien geschickt. Das war der Älteste. War nicht der Amschel der Älteste, der in Frankfurt geblieben ist? Also entschuldige, ja. Der Amschel war der Älteste, der ist in Frankfurt geblieben. Der Salomon, der Zweitälteste, ist nach Wien gegangen. Der Nathan ist nach London gegangen. Der Karl nach Neapel und der James oder Jakob nach Paris. Und warum sind die da hingeschickt worden? Das waren die wichtigsten Städte. Und da sollten sie sozusagen ein Netzwerk aufstellen oder aufbauen. Und es war so, dass der alte Meier Amschel gesagt hat, die Töchter haben nichts mitzureden. Und die Schwiegersöhne schon überhaupt nicht. Die Töchter sind finanziell gut versorgt worden, aber sie haben im Geschäft nichts mitzureden gehabt. Und die Schwiegersöhne durften auch nichts mitreden. Und es ist wichtig, dass das sozusagen ein Geflecht ist, wo alle für einen einspringen müssen, wann irgendwas schief geht. Ist aber eigentlich interessant, weil ja in jüdischen Familien, das ja eigentlich die Mutter ja so wichtig ist, oder? Also dass diese mütterliche Linie, dass die was weitergibt. Die mütterliche Linie als Jude weitergegeben wird, aber vom Geschäft her oder vom religiösen her sind die Frauen ja im Judentum, ja, im orthodoxen natürlich. Judentum, nur immer nicht emanzipiert oder nicht gleichberechtigt. Und dieses gemeinsam stark drückt sich auch aus im Wappen wahrscheinlich? Genau, im Wappen, diese 5 Pfeile, die in der Mitte zusammengebunden sind oder beziehungsweise in einer Faust gehalten werden, manches Mal. Und das bedeutet, dass man einen Pfeil leicht zerbrechen kann, aber ein Bündel von 5 Pfeilen ist schwer zu zerbrechen. Nicht? Also das heißt Einheit. Okay, also einer für alle, alle für einen. Und ja, die Musketiere sozusagen. Genau. Und das ist nicht wie in diesem bekannten Kinderlied, es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder, sondern 4 Töchter, sondern es war ein Vater, der hatte 5 Söhne, die in ganz Europa verteilt waren. Die Töchter haben zum Beispiel schon in Frankfurt haben die Kassierdienste gemacht und haben schon mit Geld zu tun gehabt, aber sie haben nicht diese Positionen erreichen können. Ja. Und die Mutter war ja auch wichtig für die dann, oder? Es war ja nicht nur die... Die Mutter war total wichtig, die ist, was ja für damalige Zeiten enorm war, 96 Jahre alt geworden. Wow. Also lang nachdem die 25 Jahre nach dem Vater hat die noch gelebt. Und die war sozusagen der Bezugspunkt für die Söhne. Die sind immer wieder nach Frankfurt gekommen. Also Frankfurt war der Mittelpunkt. Egal wo die waren, die sind, vielleicht der Engländer war nicht so, aber ich glaube auch, aber die Mutter war die Patriarchin eindeutig. Matriarchin natürlich, ja. Okay. Okay, und dann ist dieser Salomon nach Wien gekommen? Nee, wann er das erste Mal gekommen ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat sein Aufstieg begonnen mit dem Wiener Kongress 1814, weil das Habsburgerreich war ewig in Geldschwierigkeiten und Salomon hat versucht, über den Sekretär von Metternich, über Friedrich von Gentz, Kontakt mit Metternich aufzunehmen und hat Österreich immer wieder aus Geldschwierigkeiten geholfen mit Bankgeschäften. Und es ist ja so gewesen, dass da eine Hyperinflation entstanden ist, auch durch die Kriege und dass da schon Papiergeld ausgegeben worden ist, das aber nachher wieder
zurückgetauscht worden musste in Münzen. Und da sind enorme Summen notwendig gewesen. Und die hat der Salomon dann durch Anleihen, Auflage, wo er immer Provision verdient hat, eben geholfen zu lindern. Und durch dieses Netzwerk auch mit seinen Brüdern im Endeffekt. Zumindest hat er den Rückhalt gehabt. Und man muss sagen, dass alle Rothschild-Brüder die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, in ganz Europa, unter den schwierigsten Bedingungen und haben Kuriere gehabt und sie sind hin und her, erinnert immer wieder an den Dietrich von Dietrichsberg, nicht? Also immer nur in einem viel größeren Also die sind auch Maßstab. selbst gereist. Sind selbst sehr viel gereist, ja. Und ja, aber trotzdem war der auch mal, war der da. Noch ganz kurz zu dieser Philosophie von diesem Bankgeschäft. Also es war irgendwie dieses einer für alle, alle für einen. Haben die sonst noch als Bankiersfamilie Maxime gehabt, wie sie wie sie ihr Geld verwalten, verteilen, anlegen? Ja, also der alte Meyer-Anschelm hat ausgegeben die Direktiven, also erstens einmal bis zu seinem Tod war er der Einzige, der bestimmt hat. Also die haben sagen können, die haben jeder die Meinung sagen können und zum Schluss ist es passiert, was der Vater gesagt hat. Und er hat gesagt, also das Wichtigste ist Anlage, dass man sein Vermögen anlegt, was ja bis heute gilt, ein Drittel in Wertpapieren, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Kunst und Gold. Und das Zweite war, dass er gesagt hat, aus der Börse muss die Börse muss man behandeln wie ein russisches Dampfbad, schnell hinein und schnell wieder hinaus. Also das heißt, das Geld muss ununterbrochen in Bewegung sein. Also so wie die Brüder auch immer in Bewegung waren, war das Geld auch immer in Bewegung. Darauf kommen wir ja gleich, weil der hat ja dann auch viel investiert und dadurch ist er dann wirklich, wirklich, wirklich vermögend worden, oder? Ja, und was auch noch eine wichtige Sache war, damit das Geld in der Familie bleibt, haben die ganz selten nach außen geheiratet, sondern haben immer innerhalb der Familie geheiratet. Aha, fast wie die Habsburger, oder? Naja, fast nur ein bisschen Ärger. Aha, also wer zum Beispiel hat da wen geheiratet? Ja, der Salomon hat zwei Kinder gehabt, den Anselm und die Betty hat den James, also ihren Onkel, aus Paris geheiratet. Aus London. Na, aus Paris, der James, der Nathan war in Ach so, London. Ja. Weil James klingt so englisch. Ja, Jakob, kann man auch sagen. Die Enkeltochter von dieser Betty, die nach Paris geheiratet hat, hat wieder dann nach Wien geheiratet, der eigentlich ihr Onkel war. Also, das wäre jetzt so, du wirst total, total wookie, wenn du diese, Wie die miteinander geheiratet haben. Und haben die dann auch so Charakteristika gehabt, wie die Habsburger ihre Lippe oder so hat? Oder war das? Na, aber zum Schluss, also wir werden dann, wenn wir in die übernächste Generation kommen, werden wir schon sehen, dass da sie dann doch schon einiges gezeigt hat. Nun gut, also Salomon war verheiratet, hatte zwei Kinder, haben wir jetzt schon gehört, und ist irgendwann mal in Wien aufgeschlagen. Und wie war das dann so, wenn man damals als Jude in Wien angekommen ist? Hat er sich dann sofort ein Palais gekauft oder Ja, hat er ja nicht dürfen. hat er nicht dürfen? Hat er Okay. nicht dürfen. Das haben die Was hat Juden nicht dürfen. bis wann? Bis also 1844, 1845 Und was haben hat er sie. dann gemacht? Wo hat er Er gewohnt? hat gemietet, zuerst ein Zimmer oder eine Suite vielleicht, im besten Hotel am Platz. Und zwar, das war der römische Kaiser, das Hotel zum römischen Kaiser, in der Rheingasse 1. Bei Also der so Freiung. bei der Freiung. Genau. Und das war aber allmählich so, dass er immer ein weiteres Zimmer gemietet hat und zum Schluss, also was ich 1840 und auch schon früher, war er der einzige Gast in diesem Hotel, weil er eben für alle Zimmer bezahlt hat. Und er hat dann eine Sondergenehmigung gekriegt und durfte es 1843 kaufen. Okay. Ja, und Da wie sind hat er wir. sich denn etabliert in Wien oder in Österreich? Er hat in Wien eben sich etabliert, indem er immer ausgeholfen hat, weil da waren ja sehr schwierige Zeiten, da war 1815, glaube ich, war ein Vulkanausbruch in Indonesien, ein ganz starker, und der hat für 2 Jahre das Wetter sehr stark beeinflusst.
oder zumindest für zwei Saisonen, hat die Sonne, die Asche ist um den ganzen Erdball gegangen. Und das sind ganz schlechte Sommer, eiskalte Winter, schlechte Ernten, Hungersnot, Hyperinflation. Und er hat halt immer ausgeholfen, indem er Anleihen und so weiter aufgelegt hat. Und 1819 hat er dann den Metternich einmal persönlich kennengelernt. Und da ist eigentlich sowas wie, weiß nicht, ob man sagen kann, eine Freundschaft, aber ein gutes Verhältnis entstanden. Eine Komplizenschaft vielleicht. Ja, komm, vielleicht. Weil ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass es darum geht, wie Macht und Geld zusammenspielen. Das hat doch mit dem Metternich zu tun gehabt, oder? Der Metternich hat sicherlich, sehr viele, wie soll ich sagen, Geschenke, es waren keine Geschenke, ich meine, der Salomon ja, hat Geschenke der Familie gemacht, oder er hat zum Beispiel Reisen von der Geliebten, von der Metternich, von der Fürstin von Lieven bezahlt. Mhm. Und dann, also besonders augenscheinlich ist es geworden, wie er das Haus neben dem römischen Kaiser, die Renngasse 3, das ja noch gibt, in der Renngasse 1 gibt es auch noch, aber halt in veränderter Form, gekauft hat. Das hat er nämlich vom Fürsten Metternich gekauft und der hat es knapp vorher um ein Drittel billiger gekauft gehabt. Mhm. Und hat es dann, also da war schon, also das war dann relativ offensichtlich. Okay. Na gut, also der hat dann seine Bank da etabliert. Hatte der auch ein Bankgebäude dann schon? Oder wo das hat er seine Büroräume gemacht? Die Büroräume waren in der Renngasse 3. Also in diesem vom Metternich gekauften Haus. Mhm. Oder okay. Dort eingerichtet. Naja, und jetzt sind wir ungefähr im Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts und da ging es dann eigentlich erst richtig los mit Industrie und wirklichen Investments, kann man sagen, oder? Ja. Worin hat er investiert? Naja, erstens einmal hat er gedacht, dass mit Geld allein, das ist eben, entspricht auch gar nicht der Maxime seines Vaters. Ne? Und da hat er einmal angefangen zu schauen, dass er Eisenbahnkonzessionen kriegt. Mhm. Und das war aber sehr schwierig, weil der alte Kaiser Franz der Erste, der ja sehr konservativ war, aber auch ein Vater seines Volkes, und der hat, also der Salomon hat schon in Eisenbahnen investiert, aber zuerst in Pferdeeisenbahnen und dann wollte er Dampfeisenbahnen und da hat eben der Kaiser Franz gesagt, das ist so schnell, die werden 25, 30 Stundenkilometer gefahren sein, und das könnte gesundheitsschädlich sein und hat also war eigentlich dagegen und hat warten müssen bis 1835, bis der Kaiser gestorben ist und der Ferdinand. Also der Franz der Erste war ein Technikskeptiker, kann man sagen. Ja, der war halt, ja, gibt ja, ich meine, es gibt ja sehr viele Parallelen zu heute in dem Zusammenhang. Natürlich. Ne? Ja, und für diese Eisenbahn, die sie nach Norden geführt hat. Eine dampfbetriebene Eisenbahn und keine Pferdeeisenbahn. Dann dampfbetriebene. Ja? Im Übrigen war es ein Techniker, der mit ihm, also der oder für ihn schon die Pferdeeisenbahnen entwickelt hat, der junge Matthias Schönerer. Mhm, der Matthias Schönerer, aber war das nicht sein Deutschnationaler? Na, sein Sohn war der Georg Ritter von Schönerer und der war ja einer der rabiatesten Antisemiten. Ja. Dann später also. Aber das war der Sohn von dem, das war nicht der gleiche. Also der Vater hat für den Rothschild die Eisenbahnen entwickelt quasi. Ja, genau. Und dann hat er Schienen gebraucht für die Eisenbahnen. Die Lokomotiven sind aus England gekommen. Und er hat gekauft, er hat ein Stahlwerk bei Witkowitz, das ist bei Mährisch Ostra, gebaut. Irgendwo im Norden, Nordosttschechien ist das, oder? Nordost, 30 Kilometer, glaube ich, nur von der polnischen Grenze entfernt oder vielleicht 50, aber also sehr nah. Und dort waren sehr viele Kohlevorkommen, was er ja gebraucht hat für die Eisenerzeugung. Ne? Mhm. Und das war sehr fortschrittlich, da glaube ich, sind die ersten Hochöfen und so weiter gebaut worden. Das ist dann natürlich unter den Nazis enteignet worden. Mhm.
Und dann noch einmal, also das ist dann noch einmal enteignet worden oder vorher von der Tschechoslowakei. Also das war, hat dann schon lange nicht mehr bei den Rothschilds gehört. Was aber ganz interessant ist, dass das heute als Industriedenkmal Weltkulturerbe ist. Oh, wow. Also das Weil? ist, weil das eine frühe Industrieanlage war, die ja, die bemerkenswert war. Und das hat er kaufen dürfen zu der Zeit. Wir sprechen jetzt von 18, Zuerst von. hat er es gepachtet, das hat er ja dürfen, und dann hat er eine Sondergenehmigung bekommen, dass er es kauft. Und von wo bis wo ging dann die erste Dampfeisenbahn? Du hast gesagt, nach Norden. Ging die Nach dann von Wien Norden? nach Ostrava oder was? Na, die, na, nach Brünn natürlich war die so weit, ist gar nicht, ist am Anfang nicht gewesen, aber der, die erste Strecke war von Floridsdorf nach Wagram, also Deutsch-Wagram. Da haben es 8 Monate gebraucht, um die zu bauen. Und der Grillparzer, der ja immer irgendwas auszusetzen gehabt hat, hat gedichtet, wo in Wagram einst der Kampf, fahren die Juden jetzt mit Dampf. Also der Sehr hat, toll. Das ist ja fast wie ja, eine FPÖ er war angeblich gar Wahlslogan. Antisemit. Also ist gut. Und dann ab 1839 erst, also es war 1837 und ab 1839 ist ein regelmäßiger Zugverkehr nach Brünn gewesen. Okay, und dann hat er aber noch in andere Industriezweige investiert, oder? Der hat viel investiert, ja, und zwar hat er einmal am Dampf, ist er in den österreichischen Lloyd eingestiegen, die haben Dampfschiffe gebaut. Zuerst für Postzwecke und Passagierzwecke, später dann auch für Fracht. Dann hat er in Quecksilber, ins Quecksilbergeschäft ist er eingestiegen. Da besonders in Spanien, und da gibt es also wirklich ganz, ganz handfeste Beweise, dass geschmiert worden ist. Okay. Weil er schreibt, sie haben einen spanischen Minister mit 1,6 Millionen Frau bestochen. Der ist aber Okay. nachher abgesprungen und sie haben dann zwar trotzdem die Konzession gekriegt, aber der hat sie um ihr Geld betrogen. Dann hat er eine Meersalzanlage bei, ein Also Meer in der Salz. Quecksilber Spanier war eher ein Quacksalber. Ja, der Ein wird sie Quacksalber auch nicht, das ist ein Arzt. Ein kann man. Quaker, ein Betrüger. Ja, in zweierlei Hinsicht eigentlich, ne? Und er hat, ja, Meersalz in Venedig. Meersalz hat eine Meersalzentsalzungsanlage in Venedig. Dann hat er Havanna-Zigarren importiert, was ein gutes Geschäft war. Na ja. Und dann hat er eine Fabrik gekauft, wo Zuckerrohr, also Kolonialzucker, bearbeitet oder verarbeitet worden ist. Dort hat er aber viel verloren, weil durch die Kontinentalsperre haben ja, ist der Rübenzucker Anbau hat der floriert und der hat nachher also eigentlich die Vorherrschaft gekriegt und der Kolonialzucker ist weniger. Obwohl ein Saft aus Zuckerrohr wirklich gut ist, frisch, muss ich jetzt mal sagen. Kriegt man in Wunderbar. Österreich, glaube ich, kaum, aber in Aber anderen, sonst überall. sonst überall. Genau. Man kriegt ihn vergoren als Rum. Ja, da ist er am besten. Nein, ist er nicht am besten. Der Zuckerrohrsaft ist schon was sehr Gutes. Naja. Du, und dann hat er da so dahin gelebt in den 1830er Jahren, 1840er Jahren und alles irgendwie so weit gut gewesen, oder? Ja, er hat, wie gesagt, mit Metternich ein gutes Verhältnis. Er hat den Metternich auch oft zu sich eingeladen. Ich glaube, umgekehrt war es eher nicht der Fall. Weil so reich hat er gar nicht sein können. Er ist ganz einfach nicht hoffähig Was geworden. heißt Er hoffähig? durfte nicht zu Hof, aber nicht nur, weil er Jude war, sondern vor allem, weil er Banker war. Hätte auch ein christlicher Banker nicht, wäre nicht an den Hof eingeladen. Das ist erst dann seinem Sohn gelungen, dass er zu Hof, Über den wir bei der nächsten Folge dann mal über den sprechen. wir nicht reden jetzt. Aber er selber ist seinen jüdischen Grundsätzen treu geblieben, wobei ich nicht weiß, wie er es mit dem Feiern. Ja, war eigentlich den Sabbat hat er angeblich sehr gehalten. Und er hat zum Beispiel immer nur koscheres Essen gegessen. Selbst wenn er Leute eingeladen, eine große Einladung gehabt hat, hat er ein separat gekochtes Essen, koscheres Essen bekommen. Das ja, ist zu Also er war sagen. gut integriert in der Wiener Society. Dann war er auch noch
Der Bau der, nein, der Bau der Ringstraße war dann später, Nein, sondern. Bad der Ringstraße hat mit ihm nichts mehr zu tun, aber er hat einen Hang zu jungen Mädchen gehabt, angeblich, die er nicht sehr subtil behandelt hat. Heißt. Naja, dass er wahrscheinlich dass er jetzt nicht mit übertriebener Werbung aufgefallen ist, dass er geworben hat um die Mädchen, sondern gesagt hat. Und da gibt's ja, hat's ja lang, und geistert vielleicht sogar jetzt noch herum, die Geschichte, dass er eigentlich der Großvater von Hitler ist. Wirklich? Ja, was aber total widerlegt ist. Was Und total widerlich auch ist, aber dann gut. ja. Aber warum widerlegt, was war da das Gerücht oder was war da die Geschichte? Das Warum, wie kam Gerücht es war dazu? eigentlich, weil eben wegen dieser jungen Mädchen, aber es ist so, dass die Großmutter vom Hitler, glaube ich, schon 40 war, wie es das erste Kind gekriegt hat. Und da kann man, glaube ich, nicht mehr von jungen Mädchen reden. So, naja, aber ja, von gut aussehenden Und, jungen aber es Frauen ist so, natürlich. dass der Großvater vom Hitler ein uneheliches Kind war oder der Vater vom Hitler und man nicht weiß, wer also da der Vorfahre ist. Und das ist halt dann irgendwie, es ist ja so mit die schönere Geschichte so. Also das ist aber jetzt eine andere Sache. Okay, da Ah reden wir jetzt ja. nicht drüber. Okay. Und dann 1848, ich meine, wenn er da mit dem Metternich so verbandelt war, wird er die Revolution sicher nicht so wahnsinnig witzig gefunden haben, oder? Hat er überhaupt nicht witzig gefunden und wäre, hätte auch, er hat so schon relativ viel Geld verloren er hat einmal den Metternich Geld der Metternich musste fliehen. Und klar, weiß man ja nicht. Und da hat er dem Metternich einmal ja Geld gegeben, dass der einmal weg kann. Und hat ihn dann auch weiter unterstützt, was ihn wahrscheinlich nicht sehr gekratzt hat bei seinem Vermögen. Aber diese ganzen Umstände haben schon zur Sorge geführt, dass bei einer gelungenen Revolution, dass er da sehr viel Geld verliert. Aber es ist eben nicht gelungen, wie der Windischgrätz Wien dann erobert hat. Und das hat ihn mehr oder weniger gerettet. Er hat aber trotzdem so viel Geld verloren, dass die Brüder einspringen mussten. Und die waren also not amused, dass sie Ja. da für die, sie haben gesagt, der wird schon ein bisschen senil und haben seinem Sohn, den Anselm, beauftragt, dass er die Geschäfte in Wien übernimmt. Und der ist von Frankfurt nach Wien und der Salomon hat schon sehr lang dann in Paris gelebt, bei seiner Tochter, bei der Betty und ist auch in Paris gestorben, 1855 und ist am Père Lachaise begraben. Okay. Naja, aber die Geschichte geht weiter, weil dann sind eben seine Söhne nach Wien gekommen und haben sich da etabliert und haben Sein auch Sohn, sehr einen mag Sohn hat er noch einen gehabt. Sohn. Aber es waren ja dann zwei Rothschilds in Wien, zwei Brüder wieder, oder waren Ja, das das die sind schon die Enkelsöhne? nächste Generation. Okay, aber über den, wie es dann weitergeht, hört ihr in einer nächsten Folge. Oder? In diesem Sinne sage ich vielen Dank für die interessante Geschichte, für diese Industriegeschichte, für diese Kapitalgeschichte. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.